So, da sind wir wieder zu Gast mit dem Qualifying. Los geht's. Ja, mit F1 2020. Unsere, also das viertletzte Rennen der MyTeam-Karriere. Nächste Rennen, nächste Saison wird es ein kurzes Fahrer, eine kurze Fahrerkarriere geben. Also mit dem Originalfahrer wahrscheinlich. Na, gucken wir mal. Oder wir nehmen einen eigenen Fahrer und machen eine Karriere, Dings Originalkarriere. Wahrscheinlich sogar mal vertauere ich. Ich glaube, ich habe da Bock gerade drauf. Ja, doch, mach mal so. Aber jetzt erstmal den Brown nach Hause fahren hier in den USA. Da wollen wir nämlich nochmal rein. Und wir sind im Qualifying zu Gas und wollen natürlich hier ein gutes Ergebnis holen. 18 Minuten, die heute anstehen. Gucken. So. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. So, einige Autos sind schon natürlich schon raus. Ein bisschen rüber gefahren. Ein bisschen weit rüber gefahren. Ja, Platz 9 und 5 und Platz 13. Also 13, 5 und 9. Waren die Ergebnisse in den Freitagstrainings. Was in Ordnung wäre, weil wir dann hier wahrscheinlich sogar ein paar Punkte mitnehmen können, aber es regnet worden. Das wird es nicht unbedingt einfacher machen. Nee. So. Dieses Wochenende ist ja auch wieder die originale Formel 1 zu Gast, also zumindest am heutigen Samstag ebenfalls. Glaube ich, so ziemlich um die gleiche Zeit, wie jetzt gerade diese Folge rauskommt. Das Qualifikationstraining. Ich baue meine Folge mal um 14 Uhr raus. Müsste jetzt eigentlich das Qualifying in Dings sein in ach ja. Das war jetzt also meine Schuld. Weil ich mich gerade ein bisschen verzettelt habe mit meinen Stellen. Da ist mein Auto und der Racing Point ein bisschen am Zick gefahren. Wir haben Glück gehabt, dass wir keine Strafe bekommen haben. Aber ich jetzt gerade von den Reifen mehr egal ist, was wir heute fahren. Weil ich sage nicht, dass es morgen regnen wird. Ist es wurscht. Das ist jetzt toll, der jetzt gerade ein bisschen langsam machen muss. Ich vermute, dass er einen Flügel ab hat. Oder schwer oder beschädigt hat, wie auch immer. Aber da muss ich die schon mir reinkreiden. Das war auch wirklich meine Gefahr. Ich habe mich ein bisschen eingestellt getan. Oft auf der Ideallinie. Das war nicht gut. Na gut. Hier haben wir mal die lange Gerade und schauen wir mal, was hier in der nächsten Saison drin ist, was da am Ende für eine Zeit rauskommt. Also wenn ich da irgendwo eine niedrige 34er Zeit fahre, bin ich schon happy. Bestzeit Sektor 2 sogar. Aber ich habe da auch noch keine Zeit drauf. Mick erstmal mit einer 34,5. So viel zum Thema für die niedrige 34er Zeit. Da wird es wahrscheinlich eine mittlere 33er Zeit reichen, um nach vorne zu hüpfen. Die erstmal Latifi fährt mit der 33,9. Und es ist eine 33,5, die wir knacken. Die aber uns ein weiterer Botter 2 im Block haben und 2,3 Sekunden knackt.
So. Aber das Auto ein bisschen ruhiger gekriegt gerade. Two laps of fuel remaining. Es wird auf jeden Fall nochmal einen guten Sprung geben, was die Position betrifft. Ah, Platz 5 vor Magnussen Latifi. Gut, wenn ich ehrlich bin und versuche, Magnussen sollten wir schon schlagen irgendwo. So, bloß jetzt nicht irgendwas falsch wieder machen. Vierter von Kwiat. Fahrer vor mir. Vettel is ahead of you. Their best lap time is a 1 minute 32.1. Ist eine gute Sekunde vom Vettel. Wir werden momentan auf 6 vom Magnussen Räikkönen. Was in Ordnung wäre, was für eine Position. Dass wir da direkt vor der Konkurrenz stehen, wäre super. So, ich lasse mal kurz die beiden Autos hinter mir vor. Das ist ein Alfa Tauri und einer der beiden McLaren. Das ist der momentan vierter Danny Kwiat und davor ist es der Norris wahrscheinlich. Ja, aber ich lasse mal den Kwiat vorbei. Du brauchst nicht anhalten, weil ich dich vorbeilasse, mein Freund. So, dahinter kommt ein Red Bull und ein... Ist das ein Ferrari oder ist das ein Alfa Romeo? Und haben sie mal auf 8 zurückgefallen von 5. Der Ferrari, ne, es ist ein Alpha. Neunter jetzt sogar. So, wir hüpfen mal direkt mit in die Box. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können ja jetzt rausballern und runden. Wir können direkt wieder weiter. Weil jetzt Reifen drauf, wir haben ja 4 Sätze. Und da es regnet, dass es das Rennen verregnet sein wird. Ist es ziemlich wurscht, was wir machen. Also 3 brauchen wir auf alle Fälle. Wir haben noch 9 Minuten 40. Sind wir dann auf 13? Guck mal, was haben wir denn hier? Da Pierre Gasly, den zweiten der beiden. Alfa Tauri. So, 15, jetzt rutschen wir ein bisschen. 16, wir rutschen gerade ein bisschen rein ins Ende des Feldes, was eigentlich ein bisschen zu weit ist, um Richtung Punkte zu gehen. Aber wir haben ja nochmal 2 Versuche, also 2 Reifensätze. Den werde ich mal nach Hause fahren, dann werde ich noch einen fahren müssen. Und dann hoffe, dass wir vielleicht ein bisschen mit Glück im Rennen nochmal ein trockenes Eckchen in die Strecke kriegen.
oder vielleicht ein paar Punkte mal wieder mitgenommen bekommen. Momentaner Vorsprung momentan auf dem 5. Platz in der Karriere. In der Fahrer-WM ist momentan 14 Punkte. Wir haben noch 3 Rennen. Und hoffen, dass Zeit nicht so allzu viele Punkte. Aber das geht ganz, ganz schnell. Ja, schon wieder verbaut hier alles. Fahrer vor mir. Stroll is ahead of you. They've just entered the pits. Their best lap time is a 1:32.7. Und haben wir das nicht mal reichen, um Stroll zu packen? Der ist momentan eine 32,7 gefahren. Da sind wir aber nicht dran. 23,8. So, vor uns ist jetzt sehr gut der Meg, der hoffentlich ein bisschen Platz, Erdplatz macht. Ja. We've only got 2 laps of fuel left. Wir verlieren gerade ordentlich Zeit. Den Zoll habe ich doch gerade so gekriegt. Fahrer vor mir. Say that again. We're having trouble receiving. Fahrer vor mir. Russell's just ahead. Push for the position. Their best lap time is a 1:32.6. Na, wir versuchen nochmal einen Satz zu setzen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Das war nochmal ein Schuss sitzen können. Jetzt 15, ne? Das klingt schon wieder ein bisschen benutzerfreundlicher. Nachdem wie die Strafen aussehen. Es kann natürlich sein, dass der ein oder andere Kollege noch ein bisschen mit Strafen zu kämpfen hat und wir dadurch doch mal ein bisschen nach vorne schieben. So, lass ich den Mick kurz im Ziehen. Komm, ich hab. Bloß keine. Ah, geht er rein? Geht er rein? Nö, geht nicht rein. Okay.
So. Jetzt müssen wir aber ziemlich schnell arbeiten, unsere Freunde von der Box. Best lap so far is a 1 minute 32.6. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. So. Ja, die jetzt alle nochmal raus müssen. Oder rausfahren. Wenn wir, glaube ich, ziemlich am Ende sogar des Feldes. So, jetzt versuchen wir nochmal. Wir wollen nochmal Kontakt. Platz 15 ist es nur. Vielleicht haben wir Glück. Vor uns ist Max Verstappen. Der wird wahrscheinlich auch noch ein Stück vorziehen. So, jetzt mal gucken, was am Ende rauskommt. Ich habe übrigens keine Hilfe gerade drin, also er ist und der auf Benzin habe ich schon auf Lager, also Hilfe, ich fahre natürlich mit Fahrhilfen, klar. Ich habe eine Traktionskontrolle auf Mittel und Automatikgetriebe, klar. So, dann mal gucken, was jetzt drin ist. Just 30 seconds left in the session. Ich hab schon verloren. Was kommt am Ende raus? 16. Das hat jetzt noch ein bisschen was verdrängt. Ich glaube, es ist sogar Platz 15 wieder geworden. Ja, in einem Platz haben wir uns doch noch gehangelt. Es ist wieder Platz 15 nur. Ne? Ich hatte gehofft, vielleicht doch noch ein bisschen was nach vorne zu holen. Noch mal ein, zwei Plätzchen nach vorne zu angeln. Also ein Platz ist es geworden am Ende. Aber jetzt zu 13. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und Alexander Albon. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, hätten wir nochmal ein Hundertstel mehr geholt, dann wären wir sogar, oder etwas mehr als ein Hundertstel, wären wir sogar Zwölfter gewesen, ne? So eng ist das da am Ende. Mick ist Letzter mit der 34-0, der hatte gar keine Chance auf diese Strecke, aber wenigstens den Russell, den konnte ich mir noch angeln.
Mehr war leider nicht drin. Wer hat sich da so nach vorne noch geschoben? Naja. Leclerc auf 5. Unser Rivale ganz, ganz weit vorne. Na gut, muss auch erstmal Ziel kommen. Naja. Fünf Punkte brauchen wir noch. Dann sind wir durch. Fünf Pünktchen brauchen wir noch. So, dann sind wir auch mit dem Samstag durch. Ich verabschiede mich hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's ins Rennen. Ein 14-Runden-Rennen hier im Regen in Austin, Texas. Wir gucken noch schnell auf die Nachrichten. Sieht so gut, sieht halt komplett verregnet aus. Ich denke, dass es nicht trocken wird. Aber wir schauen einfach mal. Wir sehen uns dann wieder. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, auf ein hoffentlich spannendes Rennen. Tschüss.